110 Stundenkilometern zwischen Tokio und Hakata in Japan. Panik im Tokio Express. Der Tokio Express und der teuflische Plan, ihn zu zerstören. Wir testen die Bombe erst an einem anderen Zug. Und dann kam er. Der Augenblick der Katastrophe. Machen Sie die gesamte Strecke frei in beiden Richtungen. Alle Expresszüge werden vorläufig gestrichen. Sämtliche Bahnhöfe werden geräumt. Panik im Tokio Express. In diesem Zug fährt eine Bombe mit. Was? Wir können den Zug nicht anhalten? Wenn wir unter 80 Stundenkilometer fahren, geht die Bombe hoch, sagen Sie? In 9 Stunden ist der Zug am Zielort. Bis dahin müssen wir den Bombenleger gefunden haben. Panik im Tokio Express. Warten Sie, ich verbinde. 5 Millionen Dollar oder der Tokio Express geht in die Luft. Das war's. ...1500 Passagiere fahren in einem Todeszug. Eine Bombe, die explodiert, wenn der Zug weniger als 80 Stundenkilometer fährt. Und 5 Millionen Dollar Lösegeld für die Information, wie die Bombe entschärft werden kann. 109, gehen Sie runter auf 100. 109, wir gehen runter auf 100. Alles fest, ruhig drüber! Ja. Panik in einem Zug, der nicht anhalten kann. Die Zeit läuft ab. Und der Tokio Express rast weiter bis zur Endstation. Die Endstation heißt Angst. Panik im Tokio Express.